Hi Leute, ich bin der Stefan und was ich mit der Formula Student zu tun habe, das erkläre ich euch jetzt. Also, erste Frage, wie bin ich überhaupt zur Formula Student gekommen? Man kriegt das ja schließlich nicht im Schulunterricht beigebracht, aber wenn du studieren gehst, dann gibt es die Formula Student und da gehst du hin und wirst, sammelst viel Praxiserfahrung. Nein, ich habe zuerst Formula Student über YouTube gesehen, habe da das Rennteam gesehen und habe gedacht, boah, krass, der Sound von den Autos, einfach brutal. Und wie die auch aussehen, sahen damals so, boah, wenn ich mich nicht täusche, war das so schon tatsächlich 11.4, also quasi die Autos von 2009, 2010, 2011 rum. Da habe ich angefangen, die Autos zu sehen und habe mir gedacht, boah, auf YouTube, boah, Wahnsinn, wie cool sind die Dinger eigentlich. Habe dann gesagt, das will ich später auch mal machen. Ich will auch unbedingt so ein Auto bauen. Mit dem Grund, warum ich dann gesagt habe, ich gehe nach Stuttgart zum Studieren. Und dann in Stuttgart angekommen, habe ich da eben angefangen, ja, erstmal Elektrotechnik zu studieren und habe dann eben das Green Team gefunden, weil ich bin zwischendurch mal in einem Tesla Roadster mitgefahren, das war auch irgendwie noch 2011 rum oder sowas in den Dreh. Und dann habe ich gedacht, boah, ist ja die Beschleunigung, Elektro-Performance, Alter, voll der Wahnsinn. Und dann habe ich gesagt, okay, Rennteam, mega cool, aber es gibt ja auch noch das Green Team. Und das Green Team, das eben fährt elektrisch, und da habe ich gedacht, boah, fett, das muss ich machen. Bin dann nach Stuttgart gekommen, 2013 angefangen zu studieren und habe gedacht, okay, da will ich hin. Bin dann erstmal hingegangen, habe Kontakt geknüpft, habe aber gewusst, noch ist es nicht dran. Und dann Jahr für Jahr immer wieder Kontakt gehalten, aber gewusst irgendwie immer, nee, es ist noch nicht dran. Und dann nach meinem sechsten Semester habe ich gesagt, jetzt ist es dran, jetzt mache ich das. Das heißt, E0711-8, Saison 2016-17, habe ich dann gesagt, okay, jetzt geht's los, jetzt fange ich an und habe dann da eben erstmal mir gesagt, okay, ich bin zwar Elektrotechniker, aber ich hätte schon Bock auf ein bisschen, ein bisschen über den Tellerrand schauen, mal was Mechanisches machen. Also habe ich dann gesagt, okay, ich mache jetzt die mechanische Kühlungsauslegung, das heißt, was für Kühlkörper an sich braucht man, was für Schläuche, was für Kühlmittel, was für Pumpen, vor allem sehr viel Kommunikation mit Aerodynamik und Elektro-Niedervolt, weil klar, Aerodynamik, ich brauche Luft für meine Kühler, das muss irgendwo herkommen. Ich brauche auch meine Energie für die Pumpen. Das heißt, ich muss dann mit dem quatschen, der dann den Niedervolt-Akku zusammenbaut und entwickelt, dass ich dann halt genügend Energie dann auch habe, damit das Auto nicht auf halbem Weg schlapp macht. So, und das habe ich 17 gemacht und da waren wir auch richtig erfolgreich. Beziehungsweise, warte mal, in 17 habe ich noch das Wichtigste eigentlich überhaupt gemacht. Ich habe Businessplan gemacht, Businessplan Presentation. Race your dream. Das war unser Motto gewesen. Wir haben gesagt, wir entwickeln eine Castingshow, in der eben unsere Autos Bestandteil sind oder der Hauptbestandteil der Castingshow sind und wir dann über die Show im Prinzip unsere Einnahmen generiert haben. Genau, das war so die erste Idee gewesen und das war auch richtig genial, hat übelst rasiert. Formula Student Austria, Formula Student Germany, beides mit Abstand gewonnen und das war schon richtig fett gewesen. Da habe ich auch gemerkt, hey, so Thema Firmengründung, Unternehmensgründung, Startup, so, das war schon echt interessant gewesen und habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich aber noch ein bisschen weiter studieren, weil Bachelor war noch nicht fertig gewesen. Dann 19 wieder eingestiegen, diesmal nicht mehr Kühlungsauslegung, sondern Inverterregelkarte, also Platinenentwicklung im Prinzip. Und nach der Entwicklung aber auch parallel eigentlich so ein bisschen auch wieder Businessplan, weil das war schon cool. Genau, ihr merkt, ich bin ein richtiger Businessplaner durch und durch, aber auch nee, eigentlich nicht so richtig, weil ich meine, ich habe Kühlungsauslegung gemacht, ich habe eine Platine entwickelt, ich habe verschiedenstes Zeug gemacht. Auf jeden Fall da sehr vielseitig mich engagiert. Und die Zeit, jetzt eben 2019, die Saison, ging auch zu Ende. Seitdem bin ich jetzt Green Team Alumnus.
Ich habe jetzt auch eben mit anderen Leuten zusammengetan und wir haben jetzt eben Formula Student Central Europe ins Leben gerufen, dass wir das als zweites deutsches Event eben an den Start bringen wollen. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann.